Hallo, da bin ich doch nochmal. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal an. Ich hatte die Idee, Kerzen zu verschönern. Ist jetzt zwar nicht das Größte und ich glaube, das machen vielleicht schon einige von euch, aber ich fand das eine ganz tolle Idee. Ich habe hier schon mal ein paar Kerzen, verschiedene Farben, verschiedene Größen, ein Kleber und von der lieben Jenny, was sie mir in diesen Adventskalender gepackt hat, ein paar Sachen. Meine ganzen Strasssteinchen, die ich mir letzter Zeit gekauft habe, die ich euch gestern auch gezeigt habe. So, und jetzt werden wir die einfach mal an die Kerzen bringen. Ich hatte mir gedacht, ich gucke mal vorher noch, was jetzt am besten passen könnte. Die dunklen machen sich dafür sehr schön. Das nehme ich jetzt auch mal. Löse ich mir hier ein Stück ab. Dann klebe ich das weiter unten auf, da ja die Kerze noch eventuell angezündet wird, dass das dann nicht gleich abbrennt. Und das passt, naja, nicht ganz. Muss es auch in der Kamera halten. Nicht ganz. So. So sieht das jetzt aus. Wenn ich das irgendwo hinstelle. Ist nicht zu kitschig. Ist ein bisschen was dran. So, jetzt habe ich so schöne goldene und die wollte ich mal gucken, wo ich die dran mache. Zum schönen roten. Nee. Kein Grau. Ich glaube, ich nehme die rote. Entweder mache ich da auch wieder, dass ich zwei unten habe. Oder ich schneide die halt durch und bepunkte das alles. Aber ich werde da zwei unten hin machen. Werde ich mir einfach wieder eine abziehen. Gucken, wie weit das jetzt reicht. Wenn es noch ein bisschen zieht. Ja, nicht ganz. Das kleine Stückchen, dann schneiden wir uns einfach jetzt hier von dem noch was ab. So, das ist der eine Streifen. Den setze ich weiter oben an. So. Gute, man kann die dann auch, wenn man jetzt die Kerzen wegschmeißen möchte, immer wieder ablösen. Jetzt bin ich hier total schief geworden. So, dann schneiden wir uns wieder hier was ab. Ist ein bisschen Fummelarbeit. So. So. Jetzt habe ich hier die Sternchen. Hier waren auch irgendwo goldene.
es wäre jetzt noch eine Idee, die dazwischen zu machen. Ja, das werde ich auch machen. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Nehme ich mir meinen Kleber. Bring da ein bisschen drauf. Na. Kleb den jetzt hier rein. So. Wenn das dann so steht. Schon die zweite Kerze fertig. So, und dann wollte ich euch noch einen zeigen. Das deute ich jetzt bloß an. Ich habe mir hier schon welche vorgeschnitten. Nee, habe ich doch nicht. Hier muss ich noch mal schneiden. Einfach die einzelnen abschneiden, weil die ja zusammenhängen. Ich zeige euch das jetzt nur mal ansatzweise. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Und die jetzt ringsrum um die Kerze anbringen. Abstand eigentlich wie man möchte. Dann bringt man die ringsrum auf. Bisschen fummelig, aber wenn man das einmal schon gemacht hat, dann sieht das sehr schön aus. So, und das macht ihr jetzt ringsrum. Und dann, oder nur zur Hälfte, und dann ist die eigentlich auch schon fertig. Und je nachdem, ob ihr jetzt noch Washi-Tape habt oder andere Glitzersteinchen, ich habe diese jetzt hier noch, aber das fand ich jetzt nicht ganz so toll. Aber man kann sich da halt ausprobieren und verschiedene Sachen auf die Kerzen bringen. Washi Tape kann man halt schön dosieren. Klebt man einmal rumherum. So. Und so könnt ihr eigentlich weitermachen mit sämtlichen Strasssteinchen. Das sollte jetzt nur mal so eine kleine Anregung sein. Ich finde sie sehr schön geworden. Es ist ein kleiner Trick. Ein leichter Trick, das kann jeder eigentlich machen und es sieht sehr schön aus, wie ich finde. Okay, dann sehen wir uns morgen zum 12. Päckchen schon. Dann bis morgen. Tschüss!